Guten Tag zusammen, willkommen zu einem kleinen, feinen Angedaddelt auf meinem Kanal. Ich dachte, ich zeige euch das Spiel mal ganz spontan. Ich habe es mir quasi erst vor einer halben Stunde etwa gekauft. Ist mir auch ganz spontan wirklich auf den Bildschirm gewandert. Der eine oder andere von euch aus meiner Freundesliste hat das Spiel auch. Und mir wurde es jetzt angezeigt, weil das auch jetzt momentan im Angebot ist für 8,99 € statt für 9,99 €. Und Minimetro, das hat mich irgendwie so gleich so, gucke ich mir mal an. Und ich muss sagen, dieses kleine, feine Spiel hat mich echt geflasht. Es ist ein schönes Spiel für zwischendurch, jetzt nicht als Let's Play dafür. Es ist dann doch ein bisschen, ich will nicht sagen, nicht langweilig, aber es ist einfach so ein Spiel für zwischendurch. Man kann das vielleicht mal so als kleinen Lückenfüller in einem Livestream oder sowas machen. Müssen wir mal gucken. Aber auf jeden Fall heute erstmal ein Let's Play. Worum geht's im Minimetro? Ich wollte euch eventuell, ich bin am Überlegen, wie ich das mache. Ich glaube, ich spiele mit euch das Tutorial, weil da wird, glaube ich, alles erklärt und dann geht es wirklich langsam los und dann kann ich euch auch noch was sowas zeigen. Wir fangen jetzt einfach mit dem Tutorial an. Worum geht es in Minimetro? Ja, ihr seid quasi ein Fahrplanersteller, sagen wir mal, oder ein Fahrroutenersteller. Hier wird es auch angezeigt. Man muss mit der linken Maustaste eine Bahn ziehen, also nicht eine Line ziehen, sondern eine Bahn ziehen. Wir haben hier geometrische Formen, einmal einen Kreis logischerweise und ein Quadrat. Und hier erscheint wiederum ein Quadrat. Diese kleinen Symbole stellen die Fahrgäste dar. Ja, so, und jetzt muss man sich vorstellen, der Fahrgast Quadrat steht an dieser Haltestelle und möchte dahin. Ja, das heißt, wir ziehen einfach eine Fahrstrecke hin und dann haben wir einen Zug, der jetzt zwischen diesen beiden Enden hin und her pendeln. Wir haben jetzt einen Fahrgast haben wir transportiert, jetzt haben wir sogar zwei transportiert und so weiter und so fort. Jetzt kommt noch ein Dreieck dazu. Es werden im Laufe des Spiels immer weitere Formen dazukommen, immer mehr Formen dazukommen. Jetzt kann man zum Beispiel sagen, ich erweitere diese Fahrbahn, indem ich sage, so, ich ziehe das jetzt runter auf Dreieck. Hier kommt der nächste. Hier kann man jetzt sagen, ich baue das so. Ich kann das auch noch anders machen. Ich hätte sagen können, ich ziehe das dahin oder weißer Geier. Also da gibt es x beliebige Möglichkeiten. Ziel des Spiels ist es, je nach Modus, es gibt natürlich auch einen Endlos-Modus, wo man möglichst effektiv arbeiten muss. Es gibt einen Modus, wo die einzelnen Haltestellen, wie wir sie hier haben, eine gewisse Personenkapazität haben. Wenn die überschritten werden, dann verliert man das Spiel. So, jetzt kann ich zum Beispiel mal hier unten mal lang. Das kann man zum Beispiel machen. Na, also es gibt diese beiden Spielmodis, die fallen mir jetzt mal so spontan ein. Ich habe ja vorhin so ein bisschen rumprobiert. Und ja, das, was wir hier haben, das ist natürlich ein Fluss. Und es gibt da, ich weiß nicht, ob das gleich angezeigt wird, auch noch die Möglichkeiten, mehrere Linien zu öffnen. Es gibt die Möglichkeit, hier quasi Übergänge zu bauen. Dann gibt es nachher pro Woche, die ihr schafft, gibt es noch ein paar Goodies dazu. Das heißt, ihr könnt noch Loks freischalten, ihr könnt noch Waggons freischalten, ihr könnt spezielle Arten von Haltestellen freischalten, damit an diesen Haltestellen mehrere Leute stehen können. Ne? Also da werden diese Grenzen so ein bisschen aufgeweicht, sodass, ich sag jetzt mal, ein Dutzend, hier können vielleicht ein Dutzend Leute stehen und mit so einer Umsteigehaltestelle können dann plötzlich dann zwei Dutzend stehen. Ne? Mal so als Beispiel. So geht das dann weiter. Hier normalerweise hat man hier unten ein Menü, wo ich jetzt hier mit der Maus bin. Das haben wir jetzt hier im Tutorial nicht. Ich versuche hier mal rüber zu gehen, das funktioniert. Jetzt seht ihr, dieses Symbol war gerade ein bisschen bescheiden angezeigt. Das ist dieser kleine Torbogen mit der Null dahinter. Das heißt, ihr habt auch nur gewisse Ressourcen, die euch zur Verfügung gestellt werden. Da sieht man das jetzt wunderbar. Wir haben jetzt gerade Woche 2 erwischt, beziehungsweise geschafft. Und ich erhalte dafür eine neue Lokomotive. Füge eine Lokomotive einer neuen oder bereits bestehenden Linie zu. So, und hier sieht man das auch nochmal schön. Das sind halt diese Goodies. Dieser Torbogen, der steht halt für so einen Übergang, den wir jedes Mal dann brauchen, wenn wir hier zum Beispiel über diesen Fluss rüber müssen. Und uns stehen insgesamt drei verschiedene Linien zur Verfügung. Einmal die gelbe Linie, die rote und die blaue Linie. So, jetzt nehmen wir das an. Jetzt bekommt man neben einer Lok meistens sogar noch jetzt zum Beispiel so wie hier zwei Tunnel dazu
Oder man muss sich auch manchmal entscheiden. Das heißt, man kann zum Beispiel jetzt sagen, man nimmt lieber zwei Tunnel oder man nimmt lieber einen Waggon oder man nimmt lieber eine weitere Linie dazu. Das müsst ihr in dem Augenblick dann entscheiden, wenn ihr in diesem Menü seid. Wir können natürlich jetzt nichts anderes anwählen, also nehmen wir natürlich die beiden Tunnel. Es hätte auch sein können, dass wir zwischen Tunnel und einem zusätzlichen Waggon wählen müssen. So, was sollen wir jetzt machen? Wir sollen... Achso, wir können das ja sogar noch verlangsamen. Okay, hier haben wir eine Uhrzeit, da können wir halt auch mal sehen, was für einen Tag wir haben, welche Uhrzeit etc. pp. So, und wir können auch die Bahn natürlich verändern. Macht jetzt hier, glaube ich, relativ wenig Sinn. Wir könnten hier höchstens sagen, ich weiß gar nicht, warum man das hier nicht anzeigt. Wir könnten zum Beispiel sagen, wir machen jetzt hier raus eine neue Linie. Das passt ja wunderbar. Gehen wir jetzt hier hin. Jetzt zeigt er das an. Okay. Und machen noch eine Linie hier rüber. Wir haben ja noch einen Tunnel frei. Ein Tipp von mir an dieser Stelle, nicht zu schnell die Ressourcen verballern. Und übrigens hier seht ihr ja, wir haben jetzt hier zwei, kann ich euch ja zeigen, wir haben jetzt hier noch einen Tunnel zur Verfügung, wir haben hier noch zwei Loks zur Verfügung. Jetzt kann ich einfach eine Lok ziehen und sagen, so hier, du fährst jetzt da lang. So, und genauso könnte ich jetzt zum Beispiel sagen, ich ziehe dich weg und ziehe dich auf Rot. Könnte ich jetzt zum Beispiel auch machen. Achso, okay. So, und hier seht ihr ja schon, hier sind die ganzen Leute. Hier müssen wir die noch mit einfügen. Hier sind die ganzen Leute, die halt auf ihren Zug warten. Na, hier wird also die Dreiecke werden bei Dreieck abgesetzt. Dafür sammelt er dann die ganzen Kreise ein, setzt den dann hier vorne ab. Dann sammelt er hier die Quadrate ein und noch ein Dreieck und so weiter und so fort. Wie gesagt, Ziel des Spiels ist es... Achso, okay, das blinkt dann immer so schön auf hier. Jetzt ist natürlich die Frage, wir könnten jetzt, da wir ja noch eine dritte Linie haben, können wir sagen, wir starten jetzt hier sogar noch eine Linie und ziehen die Linie sogar bis hier durch. Ja, würde ich sogar machen. Das würde ich sogar so machen. Ja, also wie gesagt, Ziel des Spiels ist es, möglichst effektiv zu spielen, möglichst so zu spielen, dass möglichst wenig Leute an den einzelnen Haltestellen sind, dass die Leute alle schnell ihr Ziel erreichen. Oder wie gesagt, im Endlosmodus ist es so, dass ihr keine überfüllten Stationen habt, dann müsst ihr halt möglichst effektiv arbeiten. Und bei Spielen, was eben nicht Endlosspiel ist, da müsst ihr wirklich darauf achten, dass hier es nicht zu voll wird an den einzelnen Haltestellen, müsst ihr dementsprechend Gegenmaßnahmen ergreifen, weil sonst ist das Spiel nämlich vorbei. Und was das Witzige ist, ihr könnt auch Original-Maps, sage ich mal, Original-Subway-Pläne der bekannten Städte spielen, zum Beispiel New York, London, Berlin etc. Könnt ihr alle spielen. So, jetzt haben wir Lokomotiven. Jetzt wird uns noch eine Bahnlinie angeboten. Die nehmen wir natürlich mit. Was sich bei mir recht gut... Ja, wie soll ich sagen, was sich da so recht gut bewährt hat, ist, wenn man Kreise baut. Also, dass wir quasi jetzt hier, wir haben jetzt natürlich Einwegstrecken, das heißt, der Zug fährt bis hier und fährt dann wieder zurück und fährt dann bis hier und zurück. Das ist manchmal nicht so wirklich effektiv. Kommt natürlich auf die Zusammenstellung drauf an. Aber es hat sich, finde ich, für mich hat es ganz gut funktioniert, dass ich gesagt habe, ich mache Kreise. So dass wir halt möglichst viele Schnittmengen auch haben. Irgendwann steigt man auch nicht mehr durch, ganz ehrlich gesagt. Man kann hier auch die Haltestellen noch wegziehen. Ich muss mal probieren, ob das geht. Na gut, machen wir das. Nee, geht das nicht? Müsste doch eigentlich gehen. So. Oder dass man die halt so verknüpft. Also so wie hier oben zum Beispiel, wo man wirklich nur eine Linie pro Haltestelle hat, ist ein bisschen riskant. Deswegen kann man zum Beispiel hier schön mischen oder man kann das da schön mischen. So kriegt man, hat man halt die Möglichkeit, auch so die ganzen Passagiere über mehrere Linien zu verteilen. Das ist eine ganz feine Sache. Und da nehmen wir mal gelb, dass wir die Haltestelle auch mit bedienen können. Auch sowas hier können wir schön verschieben. Ich weiß jetzt gar nicht, kann man die... Die kann man, glaube ich, nicht wegziehen, die Linie, ne? Also wenn ich die jetzt wegziehe, könnte ich natürlich machen.
es geht gar nicht. Ich hätte jetzt gedacht, dass man die wegziehen kann, aber das geht anscheinend nicht. Obwohl die hier ja markiert ist. Ach so, ja, und ihr seht natürlich hier, da ringen sich schon die ganzen Zeichen auf. Also das, ihr habt das natürlich irgendwann, dass die auch nicht mehr warten wollen. Und dann habt ihr hier diesen, ja, wie soll ich das sagen, so einen Wartekreis. Ich weiß jetzt nicht, was passiert, wenn der Zug nicht rechtzeitig ankommt. Das können wir natürlich mal super austesten. Woche 4, wir kriegen neue Lokomotive dazu. Und das ist so ein Waggon. Erhöhe die Kapazität eines Zuges. Also wie gesagt, vom Spielprinzip eigentlich mega einfach. Ihr müsst einfach nur die einen Symbole zu den anderen Symbolen bringen. Und das möglichst effektiv, das möglichst schnell. Mehr im Prinzip nicht, aber das klingt halt sehr einfach. Mal gucken, was hier oben passiert. Jetzt haben wir hier um Schwarz. Und das ist nämlich genau das, was nämlich dann passiert. Wegen Überfüllung dieser Haltestelle musste der Betrieb eingestellt werden. 241 Fahrgäste fuhren mit einer Metro innerhalb von 28 Tagen. Ja, das darf natürlich eben jetzt nicht passieren. Und ja, deswegen würde ich mal sagen, wir gehen mal zurück zum Menü. Dort zeige ich euch mal die anderen Karten. Hier seht ihr das gleich. Wir können London spielen, wir können Paris spielen, New York City, wir können Berlin spielen, wir können Melbourne spielen, Hongkong, Osaka, St. Petersburg, Montreal, Sao Paulo, Kairo, Auckland. Wobei man natürlich sehen muss, die sind alle noch nicht freigeschaltet, die müsste ich erst alle freischalten. Also haben wir hier, befördere zuerst 200 Fahrgäste in Berlin. So. Und ich würde sagen, das können wir auch mal glatt mal testen. Hier haben wir natürlich noch die Statistik. Hier können wir noch reingucken, wie viele Fahrgäste hier transportiert worden sind. Knapp 6000, das ist schon echt eine Nummer. Hier haben wir natürlich noch nichts gespielt, ist klar. Und ich weiß gar nicht, hier, achso, hier mit Modus, genau, da können wir nochmal reingucken. Wie gesagt, der normale Modus, das ist das, was wir eben gespielt haben, verhindere, dass Stationen überfüllt sind. Dann gibt es noch den Endlos-Modus. Stationen sind niemals überfüllt. Fahre möglichst effizient. Und dann haben wir noch Extrem. Und dort haben wir halt den Modus verhindere, dass Stationen überfüllt sind. Gebaute Strecken sind nicht mehr zu ändern. Ja, das klingt sehr aufregend. Was wollte ich euch? Ich wollte euch doch noch irgendwas zeigen. Modis, das hatten wir eben. Spielen, das hatten wir auch. Achso, ja, es gibt tägliche Herausforderungen. Heute ist Stadt Paris Modus normal, verbleibende Zeit 102 Minuten. Könnte man sich natürlich mal angucken, aber wie gesagt, es ist ja nur ein kurzes Reingeschaut, ein kurzes Angedaddelt. Optionen, was gibt es da zu sehen? Ich glaube, gut, im Nachtmodus kann man spielen, das ist auch noch ganz witzig. Da seht ihr das, dann hat man das halt nie so ganz so blendend wie jetzt die letzten paar Minuten, sondern das ist halt so ein bisschen, ja, so ein bisschen nachtorientierter, ne? Ist ja klar. Modus für Farbenblende, Menüanimationen sind deaktiviert, bla bla bla, aber mit Animationen finde ich das eigentlich witzig. So, da haben wir Vollbild, Tutorial, okay, da haben wir, was haben wir noch zum Zeigen. Fortsetzen, Spielen, wo war ich denn? Ach, Änderungsprotokoll, genau, das wollte ich euch auch noch zeigen. Ja, die Jungs sind eigentlich gau dabei. Hier steht, vielen Dank, dass wir das halt gekauft haben, okay, gerne. Dann ist es halt so, dass sie immer jetzt noch dabei sind, das Spiel noch weiter zu optimieren, Bugs auszulöschen und auch für andere Plattformen dieses Spiel halt aufzufrischen. Und dass sie eben halt dabei sind, auch noch ein paar Änderungen an dem Spiel einzubauen, beziehungsweise das Spiel noch zu erweitern. Zum Beispiel halt dieser Daily Change Mode, Challenge Mode, das, was ich euch eben gezeigt habe mit der täglichen Herausforderung, das hat er eben gezeigt. Das heißt, jeden Tag gibt es ein neues Spiel, was generiert wird. Und which plays out the same for everyone. You get just one chance on this map to get the highest score. Das heißt, man hat wirklich nur eine Chance, diese Map oder auf dieser Map einen Highscore zu erreichen. Und es ist für jeden Spieler die gleiche Map und einfach das Beste draus machen. Dann die Reduktion von Ladezeiten. Obwohl, ich habe jetzt eigentlich kaum Ladezeiten wahrgenommen, von daher passt das schon.
von Reduktion von Audio Memory Usage, also dass möglichst wenig Arbeitsspeicher oder beziehungsweise wenig Audio-Arbeitsspeicher verballert wird. A number of rare exceptions tided, keine Ahnung, das wüsste ich jetzt nicht, wie ich das übersetzen soll. Und dann gibt es noch ein paar, das ist eigentlich noch eher interessant, dann gibt es noch ein paar Übersetzungsfixe und Offline Highscore, bla 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 bla. Ja, also man sieht, die sind noch dabei, noch hier und da das eine oder andere Feature noch mit einzubauen. Da gucken wir jetzt mal nicht rein, weil ich glaube, das wird dann extern verlinkt. Und ja, gucken wir doch mal. Dann versuchen wir noch mal ein kleines Spiel fortsetzen. Spielen, wir hatten gesagt, wir wollen mal Berlin spielen. Dann spielen wir doch mal Berlin. Auf normal war das, glaube ich. So, das ist Berlin. So, was haben wir zur Verfügung stehen? Wir haben zwei Tunnel, wir haben drei Linien und drei Züge. Ich glaube, wir machen erstmal eine einfache Linie. Ups, nee, das wollte ich eigentlich nicht. Na gut, dann lassen wir das erstmal so. Wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte eigentlich nur grün durchziehen. So, dann machen wir mal rot. Und spaßeshalber können wir hier grün sogar mal durchziehen. Ich weiß gar nicht, kann man das jetzt zurückziehen? Hell? Ah, okay. Ich muss es also nur so. Ah, okay. Jetzt verstehe ich das auch. So, dann nehmen wir jetzt grün. Kann ich grün nicht direkt auswählen? Nein, schade. Machen wir es halt so. Nein, das wollte ich eben nicht. Das wäre jetzt mal genau so ein Punkt, wo ich das machen kann. Okay, und das muss ich verlängern. So wollte ich das eigentlich haben. So. Ja, und so läuft das halt die ganze Zeit. Ich weiß jetzt nicht, geht das ein Ticken schneller? Weil vorhin hatte ich im Tutorial dann auch noch so diese Play-Symbole hier, aber das scheint irgendwie jetzt nicht so der Fall zu sein. Ja, wir können das erweitern. Wir können sagen... Oder wir machen einfach noch eine neue Linie. Machen wir noch eine neue Linie? Wir machen mal just for fun eine neue Linie. Wir haben ja eh nicht so viel Zeit. Machen wir mal eine neue Linie. Und die pendelt jetzt einfach mal zwischen diesen beiden Haltestellen. Und schon haben wir gleich noch eine dritte, dann passt das noch umso besser. Wie gesagt, ich versuche es immer so zu spielen, dass man so die einzelnen Linien, dass man die nachher auf Kreise kriegt und dass man überall möglichst viele Schnittstellen hat, so wie hier zum Beispiel, dass man mindestens zwei verschiedene Linien pro Haltestelle hat, mindestens, damit man, damit die Züge das eben dementsprechend gut mischen können. Ich weiß nicht, ob das so vielleicht die schlaue Taktik ist, aber so bin ich bis jetzt recht gut gefahren. Ich weiß jetzt gar nicht, was mein Highscore war. Ich war mit meinem Highscore auch irgendwo bei Platz 1300 sowieso. Also das ist... So, hier sieht man das jetzt wunderbar. Man kann jetzt auswählen zwischen Bahnlinie oder Waggon. Ich würde sagen, wir nehmen Waggon. Und ich habe es mir auch angewöhnt, nicht allzu schnell diese Items einzusetzen, solange jetzt nicht es nicht irgendwo brennt. Warte ich immer ganz gerne ab. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wo ich dann nachher so schon so ein bisschen weiter war, also da habe ich nur gedacht, Alter, da steigt doch keine Sau mehr durch. Wenn ich da in der Stadt leben würde oder als Tourist da hinkomme, dann würde ich mich erschießen. Jetzt im Ernst. So komplex, also wirklich so ein fettes Netz hatte ich da aufgebaut. Hat mir zwar letztendlich auch nichts gebracht. Ich habe zwar einen persönlichen Highscore für mich geschafft, aber verloren habe ich das Spiel letztendlich trotzdem. So, jetzt könnte man natürlich sagen, man verbindet das hier oben noch mit. So hat man denn hier schon wieder so, naja, so einen Kreis zwar mit zwei verschiedenen Linien, aber es ist vielleicht mal gar nicht so verkehrt. Gut, das ist jetzt, wie gesagt, vielleicht jetzt nicht unbedingt schlau, aber ich mache das jetzt auch nicht unbedingt so sinnvoll, wie es geht, weil jetzt mal ganz im Ernst, wenn ihr sowas seht, hier jetzt wirklich alles zu erblicken und zu sagen, oh ja, ich muss ja genau da und da lang. Also ich glaube, ja, ich weiß nicht. Ich glaube, das wird eher schwierig. Das ziehen wir mal eben nach unten.
Ja, und so läuft das eigentlich die ganze Zeit. Ihr müsst immer so ein bisschen gucken und so auf dem besten so die Haltestellen immer im Blick behalten und gucken, Mensch, wo wird es jetzt gerade eng? Wo warten die Leute am meisten? Zum Beispiel jetzt hier. Ja, wir müssen mal gucken, haben wir hier überhaupt, wir haben gar keinen Tunnel mehr. Da ist es nämlich schon mal schlecht. Boah. Man könnte jetzt natürlich noch eine Linie ziehen, hier vielleicht so quasi eine Art Schnellstrecke hier so rüber. Könnte man machen. Das muss man durchprobieren. Ich habe das Spiel, wie gesagt, jetzt seit einer halben Stunde, habe schon, boah, ich weiß nicht, ich glaube zwei oder drei Spielchen gemacht. Teilweise erfolgreich, teilweise auch weniger erfolgreich. Oh, guck mal, hier kommen wir jetzt schon ein Kreuz. Also ihr seht auch, die Symbole ändern sich. Die, apropos, die Symbole können sich tatsächlich ändern. Also wir haben jetzt hier ja einen Kreis. Das kann zum Beispiel auch zu einem Dreieck werden. Na, also das kann sich auch jederzeit ändern. Ich würde mal sagen, wir nehmen diesmal eine neue Linie. Aber wir haben keinen Tunnel. Das ist das Problem. Sonst hätte ich so eine Art Schnellstrecke gemacht. So hier einmal so durch. Könnte man machen hier so. Hier irgendwo so lang. So, wir haben zwei Züge und einen Waggon. Ich würde sagen, wir könnten schon fast mal gucken, ob wir den hier irgendwo einsetzen. Wir können das auch anders machen. Warte, wir machen das anders. Wir nehmen jetzt einen Waggon und ziehen ihn auf Rot. Seht ihr, was ich gemeint habe? Hier wird ein Stern draus. Ich meine, das war vorhin kein Stern. Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Naja, und so läuft das jetzt halt weiter. Ne? Und ihr könnt, ich weiß nicht, wie viele Waggons ihr hier ranhängen könnt. Das weiß ich nicht, so weit war ich noch nicht. Ich weiß nur, dass ihr pro Linie maximal 4 Züge einsetzen könnt. Also auch das ist irgendwo dann nachher limitiert. So, und dann ziehen wir mal wieder mit rein. Ich bin am überlegen, ich kann eigentlich den noch auch gleich mit reinnehmen. Verlängern wir die um eine Haltestelle. Und dann können wir da auch schon wieder mischen. Haben wir hier schon drei Linien drauf. Und das ist mir auch ein bisschen Dorn im Auge. Ich würde mal sagen, das ziehen wir auch da mal rüber. Dass wir, haben wir hier noch eine Schnittstelle und dann haben wir hier gleich schon so ein bisschen die Mitte. Dass wir das da ein bisschen gemischt kriegen. Hier ist es immer noch so viel. Das ist mir so ein bisschen, blöde. Was jetzt auch blöde ist, wir haben keinen Tunnel. Das heißt, wir kommen hier gar nicht ran. Ja, armes Berlin. Wenn ich dann den Fahrplan planen müsste, dann wären alle verloren. Es wären alle verloren. Gar keine Chance. Also wir könnten jetzt, ich bin überlegen, ob ich jetzt schon eine gelbe Linie mache. Und zwar eine gelbe Linie hier und dann hier so rum vielleicht. Guck mal hier, was hier schon an Leuten ist. Da kann ich aber momentan auch nichts gegen machen. Da sind jetzt schon zwei Linien, die rote Linie und die grüne Linie, die da läuft. Aber da kann ich echt momentan nichts machen. Und das Spiel ist gleich vorbei. Wenn das jetzt hier, wenn die nicht gleich abgeholt werden, dann ist das vorbei. Ja, habe ich natürlich dann sowieso mit Absicht gemacht, ist ja klar, weil es ist ja auch nur ein angezockt, ein angedaddelt. Eine neue Linie. Ja, ich hätte am liebsten einen Tunnel gehabt, aber das ist ja auch alles Essig. Eine neue Linie haben wir schon. Dann nehmen wir einen Waggon. Frage ist jetzt natürlich auch, wo hakt's? Ziehen wir mal lieber gleich bei grün. Damit wir hier... Oh, das könnte knapp werden. Nee, das Spiel verlieren wir. Das verlieren wir. Das Spiel. Hier ist gleich voll. Und ja... Haben wir bescheiden gewirtschaftet. Aber ich habe es, wie gesagt, ich habe es natürlich mit Absicht gemacht, damit wir hier noch eine adäquate Endzeit haben. Wir sind ja schon wieder bei 24 Minuten. Ja, also ihr habt, denke ich mal, das Spielprinzip habt ihr verstanden. Es ist auch nicht an sich nicht wirklich schwer. Es gibt ja auch nicht viel zu verstehen. Man muss eben halt nur ein bisschen umändern. Man muss ein bisschen taktieren, ein bisschen Strategie. Also es ist... Wirklich genial gemacht, das Spiel so für zwischendurch. Einfach mal so einfach ein ganz simples, einfaches Spiel ohne große Grafik.
Engine, ohne große Grafik, Faszination, ohne große sonst was. Einfach nur wirklich ganz simples Spiel, was aber richtig viel Spaß macht. Könnte ich mir auch persönlich gut auf dem Tablet oder auf dem Handy vorstellen. Ich denke mal, da werden wir da auch noch in Zukunft mehr sehen, wenn es das Spiel nicht sogar schon für Android und Tablets gibt. Ich habe ehrlich gesagt noch nicht nachgeschaut. Wie dem auch sei, das soll es gewesen sein mit Mini Metro. Übrigens entwickelt von Dinosaur Polo Club. Viele Grüße an dieser Stelle. Und ja, ich will hoffen, es hat euch diese kleine Einführung gefallen. Und ja, wenn ihr Lust habt, schlag zu. Ich finde, das Spiel lohnt sich wirklich. Ist momentan im Angebot bis zum 13.11. für 8,99 statt 9,99. Ich denke, bei 8,99 kann man sich auf jeden Fall gönnen. Und im Original kaufen natürlich, denn die Entwickler wollen ja natürlich auch unterstützt werden. Und auch solche kleinen, richtig klasse Spiele sollen auch unterstützt werden. Deswegen habe ich zugeschlagen. Wie dem auch sei, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst mir einen Daumen hoch da, wenn euch das Spiel gefallen hat. Vielleicht seht ihr es mal irgendwann in einem Livestream. So mal für zwischendurch bei einem random Livestream oder so. Wie dem auch sei, viel Spaß noch auf meinem Kanal. Viel Spaß noch mit meinen anderen Folgen. Und ja, wir sehen uns dann wieder. Macht's gut und tschüss.